Ja, herzlich willkommen zu den 62. Nordischen Filmtagen Lübeck zum Filmforum. Mein Name ist Lilly Hartwig, ich bin die Kuratorin der Sektion und freue mich heute, die Regisseurin Sabrina Mertens vom Film Fellwechselzeit begrüßen zu dürfen mit zwei ihrer Darstellerinnen, Freya Kreuzkamp und Miriam Schiebeck. Entschuldigung. Genau, hallo ihr drei. Sehr schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und wir ein bisschen über euren Film reden können. Vielleicht würde ich einfach bei dir mal anfangen, Sabrina. Du hast ja nicht nur Regie geführt, du hast auch das Buch geschrieben. Und wenn man sich so eine Geschichte anguckt, die ja in sehr klaren Bildern auch erzählt sind, habe ich mich so gefragt, wo du für dich angefangen hast. Also war zum Beispiel die Figur zuerst oder war es die Art und Weise, einen Film zu drehen? Wo hat deine Kreativität oder wo hat zum ersten Mal so dieser Funken des Films begonnen? Kann ich gar nicht mehr so ganz genau beantworten, da das ja schon ein paar Jahre her ist, wo ich damit angefangen habe, das Buch zu schreiben. Das war irgendwie 2016, die ersten Kapitel, Episoden. Es ging von der Idee aus, von der Grundidee dieser Familie und dieser Charaktere und insbesondere Stefanie, die charaktermäßig auch ein Stück weit inspiriert war bei einem Kriminalfall aus der jüngeren deutschen Geschichte. Aber da ging es halt nur um die Charakterfigurenzeichnung und die ganze Konstellation. Und all das, was dann passiert, das hat sich nach und nach entwickelt. Also aus Situationen, die ich erzählen wollte und oder weil ich gewisse Situationen brauchte, um die Gesamtidee klar zu machen. Also ich kann das relativ schwierig beschreiben, diesen Prozess. Also das Die erste Fassung hatte irgendwie, ich weiß nicht, 16 Kapitel oder Episoden. Und dann, damals war es noch gar nicht so konkret als Projekt geplant, was wir jetzt auch hier an der Filmschule umsetzen. Und als das dann konkret wurde, kamen dann noch einige Episoden hinzu. Ja, leider sind im Schnitt auch wieder einige rausgekommen. Also so hat sich das dann zu der Form, die wir jetzt haben, entwickelt. Aber war das dann auch schon früh klar, dass du gerne mit dieser ja fast so tableauhaften, festen Rahmung, festen Einstellungen arbeiten möchtest? Und was waren so die Herausforderungen davon denn? Ja, also auch das, ich denke, das war relativ früh. Klar, ich weiß nicht, ab wann ich es wirklich aufgeschrieben habe, aber gedanklich war das schon relativ früh so statisch und ungeschnitten. Ja, die Herausforderung ist, dass man natürlich so eine ganze Szene in einem durchspielt, ohne dass man die Möglichkeit hat, abzusetzen und neu anzufangen, wenn irgendwas nicht so geklappt hat. Und natürlich, dass man die kleinen Details erkennt, ohne dass, also auch in den Szenen mit zum Beispiel, wo Stefanie mit den Schnecken spielt, die kleine Stefanie, das war halt nicht so einfach, deutlich zu machen, was sie da eigentlich gerade macht. Also, weil die Schnecken natürlich auch recht klein sind. Was für Herausforderungen hatten wir noch? Bestimmt vergesse ich gerade wieder was Wichtiges. Wie seid ihr beide denn zum Projekt gekommen? Wie war der Prozess des Castings? Wie habt ihr eure Rollen gekriegt? Willst du, soll Ja. ich? Ja, dann fang du an. Du warst zuerst dabei, glaube ich. Ich habe mit Sabrina 2016 schon einen Film gemacht
Und auf den damals hatte ich mich übers Internet beworben, weil sie es ausgeschrieben hatte. Und jetzt bei dem hat sie mir dann geschrieben, dass sie bei der Mutter an mich gedacht hat und ob ich die Rolle übernehmen möchte. Und dann die anderen drei hat sie dann also gecastet. Also sie hat auch ausgeschrieben und aber auch selber ganz viel gesucht. Und dann die zweite war dann Zelda, die dazu kam. Und die dritte Miri. Über Facebook, ja. Genau. Also ich wäre auch nicht da dran gekommen, hätte Sabrina nicht über Facebook irgendwas angefangen zu suchen. Ja. Deine erste Filmrolle habe ich gehört gehabt. Ja. So. Genau, und dann auch in einem doch auch sehr speziellen Arbeitssetting gleich angekommen. Wie war das denn für euch, sich dann in so einem eingestellten, festen Raum eigentlich zu bewegen? Also vielleicht, wenn du mit Theaterhintergrund vielleicht, ist es ähnlich wie Theaterspielen dann auch auf eine Art und Weise? Also ich habe ja tatsächlich mit Theater angefangen und mache das schon relativ lange. Und also es ist schon irgendwie wie Theater, also dass man halt so lange durchspielt und das nicht so schnell dann abgebrochen wird oder halt die Einstellung zu Ende ist. Und ich mag das aber, also ich mochte das extrem gerne so zu filmen, weil das war einfach noch realistischer als, wenn man jetzt normal filmt. Also, weil Theater ist ja fühlt sich nicht, finde ich, realistisch an, wenn man, also durch die Zuschauer und dadurch, dass ja alles viel größer sein muss. Und da war es dann halt einfach so, dass es irgendwie so schön echt war. Und ich mochte das. Und wie ist das, wenn man dann auch so eine Rolle, zum Beispiel die Rolle der Stefanie hat, die ist ja eigentlich geteilt. Es gibt die große und die kleine Stefanie. Wie weit bist du auch mit deiner Kollegin darüber im Austausch gewesen? Oder hast du zum Beispiel das Material der jungen Stefanie gesehen für dich von vorher? Und wie hast du dich in dieser Rolle, wo ja eigentlich so viel Ungesagtes eigentlich auch drin steht, zurechtgefunden? Sabrina wollte ja sowohl von Freya als auch von mir, dass wir uns davor mit Zelda mal treffen für einen Tag vorher. Und das war schon super cool, weil ich mit ihr dann einen richtig langen Spaziergang gemacht habe und wir haben Eis gegessen und haben ganz viel gequatscht und sie ist super toll und wir sind alle sowieso große Fans von ihr, was sie auch immer jedes Mal erwähnen. Und mit ihr über die Rolle oder über Stefanie, wie Stefanie ist, geredet habe ich eigentlich gar nicht. Wenn ich mit ihr gequatscht habe, war es einfach nur unter Kolleginnen, klingt jetzt doof, aber halt unter ihr und mir. Und ich habe natürlich versucht, auch so manche Sachen, die sie vielleicht in ihrer Mimik macht oder die sie manchmal in ihrer Gestik hat oder so manche Geräusche, die sie vielleicht oft macht, mir so versucht, ein bisschen was anzueignen, was ich vielleicht so ein bisschen mit reingebracht und habe zugeguckt, wie sie eben manche Sachen eben spielt und das hat ein bisschen dann in das Erwachsenenalter oder Teenageralter ja übertragen zu können. Aber mit ihr über die Rolle selber geredet habe ich eigentlich nicht, weil die Stefanie, die sie ist, ist ja noch irgendwie noch eine ganz andere als die sie dann mit 16 und dann nochmal später ist. Genau, von dem her hätte das ja auch irgendwie ja gar nicht so viel Sinn ergeben. Also ich glaube, wir wussten halt beide einfach, wer die Stefanie ist, die wir spielen soll. Wir haben nicht drüber geredet. Und es gibt ja noch einen anderen quasi Charakter eigentlich in dem Film. Jetzt nicht von einem Menschen, aber das ist das Ort, das ist das Haus, dieser Garten, diese Wohnung. Was ist das? Woher hattet ihr die Locations und was war da wichtig? Wie viel ist davon Ausstattung oder gebaut? Ist das ein Ort, den ihr so gefunden habt? Und wo, der ja auch von so einer Ortslosigkeit irgendwie und Platzierung in Deutschland lebt. Ja, also die Wohnung ist echt. Das meiste, was wir da sehen im Film, war auch schon vorhanden. Also ich habe schon auch noch ein paar Sachen bestellt, gekauft oder geliehen, aber die meisten Sachen, also die ganzen Möbel und auch 90% oder 80% von den Gegenständen, die man sieht, die waren tatsächlich in der Wohnung drin.
Also, oder auch das, was im Garten dann, was wir da aufgebaut haben, das war auch in der Scheune, die dann da hinten im Hintergrund zu sehen ist. Also, die meisten Dinge haben wir so da gefunden. Es war quasi ein Fundus. Auch der Schlachterkoffer und diese Schlachterutensilien gab es da tatsächlich. Also, ich habe vorher noch ein Bolzenschussgerät bei eBay bestellt. Aber ich habe dann an einem Tag, da ich glaube beim Nachtdreh oder beim Aufräumen, in so einer Nähschublade im Wohnzimmer, habe ich dann tatsächlich auch noch ein Bolzenschussgerät gefunden. Also es war schon zum Teil ein bisschen unheimlich, so, weil irgendwie, ja, es war so viel vorhanden. Also das, was wir irgendwie noch aus einem Laden, der dankenswerterweise in der gleichen Straße war, geholt haben, waren all diese Puppen. Und ja, so manche andere Dinge, so spezielle Sachen wie das Gebiss. Aber war halt tatsächlich, die Hauptaufgabe war dann, die Szenen so einzurichten mit all den Dingen, die da sind, so dass man die Details wahrnimmt, aber gewisse Sachen nicht zu auffällig sind. Und ich glaube, ich habe mich da auch manchmal mit dem Ziel der Subtilität ein bisschen, ja, ich habe mich ein bisschen verrückt gemacht und habe Dinge für offensichtlich gehalten, die niemand sieht. ja, also man kann auf jeden Fall in dem Film, glaube ich, wenn man ganz genau hinguckt, noch ein paar Sachen finden, die man wahrscheinlich normalerweise überhaupt nicht wahrnimmt. Das dann vielleicht auch in deinem Hintergrund hast du ja auch viel auch dokumentarisch gearbeitet oder experimentell, ist vielleicht auch dieses dokumentarische Arbeiten vielleicht dann auch als Regisseurin eine Möglichkeit, sich auf so einen Ort, an dem man kommt, anders einzulassen, also auch so eine Bereitschaft, vielleicht die Geschichte oder was erzählt wird, auch prägen zu lassen, von wo ihr seid, oder war das mehr, dass es sich einfach gut angeboten hatte und du hattest für den Film wirklich die klare Vorstellung? Also ich ziehe auf jeden Fall reale Locations vor. So, also bisher hatte ich noch kein Projekt, vielleicht Science Fiction oder so, wenn ich sowas machen würde, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt das oder jenes extra bauen oder das müssen wir im Studio machen. Aber das war bisher nicht der Fall. Also ich drehe am liebsten an echten Orten, so, weil dadurch, ich weiß nicht, das bringt so viel mit sich, was gut ist, also die Intensität, also die Echtheit, ich glaube in dem Fall, das hätten wir in irgendeiner leeren Wohnung oder einem leeren Haus, selbst wenn wir viel mehr Budget gehabt hätten, hätten wir das, denke ich, nicht so hinbekommen. Also es wäre auf jeden Fall irgendwie ein anderes Design, Set-Design, was, denke ich mal, nicht den Film, die Geschichte so unterstützt hätte, wie es das in der Wohnung möglich war. Und in dem, also der Hof war auch, gehörte tatsächlich auch zu dem Haus, wo die Wohnung drin war. Also das war alles real. Und ja, also ich glaube, es ist tatsächlich gut, auch mit den Orten zu arbeiten, die gegeben sind. Also das alles am Reißbrett oder irgendwie vom leeren Blatt zu entwerfen, das ist limitiert, denke ich. Also für mich jedenfalls. Ich finde, es gibt auch ohnehin bei so einem Projekt schon so viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen und so viele Dinge, die beachtet werden müssen. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube jetzt vor allem in dem Rahmen dieses Filmschulprojekts hätte es dann auch überhand genommen, wenn wir jetzt noch dieses komplette Wohnumfeld da vom kleinsten Detail an geplant und da aufgebaut hätten, dass nee, ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Und
Aber eine Sache an dem Setting ist ja auch eigentlich so aufwendig, das ist so dieses, das ist ja mit Absicht eigentlich gewählt, dass es nicht im Jetzt, in der Jetztzeit spielt, sondern eigentlich ja so undefinierte 70er, 80er irgendwie hinein, würde ich jetzt mal so schätzen. Warum diese Zeit und musstet ihr da auch, gab es dann plötzlich auch Sachen, die ihr dann aus dem Haus habt entfernen müssen, weil sie nicht mehr passten? Also es gab eigentlich relativ wenig Dinge, die jetzt so aus den 90ern oder noch aktueller gewesen wären, wenn dann Kleidung, aber das ist auch noch wichtig zu erwähnen, es ist auch noch ein relativ großer Anteil Kleidung war auch tatsächlich in der Wohnung vorhanden, die wir auch verwendet haben als Kostüm zum Teil. Manchmal gab es so Fälle, wo irgendwie Fanta-Flaschen, wo wir dann halt geguckt haben, okay, in welchem Jahrzehnt war diese Fanta-Flasche aktuell und diese. Also da wurde halt auch tatsächlich alles gesammelt. Also Flaschen, Dosen, irgendwelche Margarine-Packungen, Milchpackungen, Tüten von C&A und zum Teil habe ich dann gegoogelt, von welchem Jahrzehnt ist jetzt dieses oder jenes Design, um das dann halt passend auszuwählen oder zu entfernen. Aber die meisten Sachen da sind irgendwie aus der Vergangenheit. Also alles zwischen 40ern, sage ich mal. Es gab auch auf dem Dachboden Kleidung, Schulbücher und sowas aus den 30ern, 40ern, also ja. Ja. Ja, jetzt, also diese Gegenstände sind ja auch auf eine Art und Weise eigentlich das, was man so sieht und was oben liegt. Aber der Film lebt ja auch eigentlich ganz viel von dem, was unter der Oberfläche ist und auch dem, was nicht gesagt ist. Und das frage ich mich jetzt auch für euch beide, zum Beispiel auch als Schauspielerin, eine Figur, die vielleicht auch wenig spricht oder auch wenig manchmal auch Aktivität in dem Sinne hat, wenig Handlungen vollzieht. So, wie viel von diesem Hintergrund, von den Motivationen ist sozusagen, also habt ihr vorgegeben bekommen, ist es auch euer eigener Ansatz da dran gewesen und wie weit habt ihr das, so diese Hintergründe auch anders entwickelt? Also besonders auch bei der Mutter, die Rolle, ne, wo ja auch wirklich ganz, man das Gefühl hat, da steckt auch viel Familienvergangenheit oder noch eine riesig lange Vorgeschichte hinter. Ja, also ich habe, Sabrina hat eine Vita für die Mutter geschrieben und daran habe ich mich dann so angefangen zu orientieren und dann habe ich die schon sehr, sehr detailliert für mich so weitergeführt. Also, weil so arbeite ich halt immer. Ich muss einfach immer genau alles über diesen Menschen wissen und ich muss jede Frage beantworten können. Und was für mich auch wichtig war mit der Geschichte, also mich damit auseinanderzusetzen, was da gerade auf der Welt los war und ganz besonders ja auch in Bezug auf die Geschichte der Frau, weil das ja damals doch schon ja, sehr viel heftiger noch war. Also zum Beispiel, dass Frauen kein eigenes Konto haben durften und sie nur ein Konto zusammen mit ihrem Mann haben durften. Und es war also, naja, und sowas habe ich mir dann halt alles angeguckt und daraus dann mir auch irgendwie so das zusammengereimt, sage ich mal, wie warum sie Dinge so denkt und macht und sagt. Und dann halt auch eben mit den Eltern, dass sie schon so früh weg sind und nachdem ich ja dann wusste, dass Bernd den Vater spielen wird, also mein Mann, halt einfach mich so auch damit auseinandergesetzt, warum sie dann einen so viel älteren Mann hat. Also ich habe mir das dann so für mich gebaut, damit ich das dann spielen kann. Ja. Miriam, wie war das bei dir? Weil die Motivation von Stefanie sind vielleicht auch nicht immer die, wozu wir vielleicht alle selber so, sie hat auch eine sehr spezielle Herangehensweise, also Denkensweise. Genau, ich habe mir halt, als ich die Rolle gelesen habe, also es ist ja Logo, dass es eine makabre Rolle ja irgendwie ist, weil sie sich ja in diese
Welt flüchtet, in der dann Kannibalismus und so eine immer größere Rolle spielt und das ja irgendwie auch die Zuflucht ist und die sich ja selbst diese Verletzungen zufügt. Und mir war eben ganz wichtig, die Rolle von Stefanie nicht als absonderlich wahrzunehmen, auch wenn wir das wahrscheinlich so aus unserer Position jetzt als absonderlich bezeichnen würden, den Wunsch, gegessen zu werden oder so, sondern für mich war es halt ganz wichtig, nicht wertend daran zu gehen, sondern sich zu denken, dass es halt einfach in Stefanies Fall eben für sie das Natürlichste der Welt war, dass sie sich so entwickelt hat, dass sie eben auf diese Dinge steht und sich in den Situationen so und so verhält. Also ich habe mir gesagt, hey, es ist nicht komisch, es ist doch ganz normal und klar und es ist halt Stefanie. Also ich glaube, man darf dann so extrem Sachen keine Wertung geben oder zumindest keine negative, sondern eher die Wertung, ja, das ist doch voll normal, weil das ist halt Stefanie. Und das war mir voll wichtig. Und es hat mir dann auch geholfen, das dann so zu spielen, ja. Ja, vielen Dank euch. Zum Abschluss wollte ich noch mal fragen, Sabrina, du hast doch erzählt, der Film ist ja noch nicht mal dein Abschlussfilm eigentlich gewesen. Also, dass ein langer Film schon auch während des Studiums entsteht, ist ja auch sehr selten. Aber jetzt arbeitest du an deinem Abschlussfilm, meintest du auch gerade. Wird das auch wieder ein Spielfilm oder eher gehst du zurück zum Dokumentarfilm? Das soll ein Spielfilm auch sein werden. Ja, ich habe heute die Filmförderung für die Drehbuchförderung eingereicht. Und der soll jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich entstehen, also das Buch. Und es wird ein Sozialdrama im weitesten Sinne. Auch momentan episodisch geplant, ja. Und falls irgendjemand aus der Ecke der Produktion Interesse haben sollte, dann freuen wir uns über Meldungen. Super. Dann danke ich euch auf jeden Fall für den Film und auch für eure Zeit für das Gespräch heute. Und dann wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass wir dann, ja, hoffentlich in Kürze irgendwann auch richtig im Kino deinen Abschlussfilm sehen können. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Tschüss.